So, heute möchte ich euch die Fütterung eines Atropos zeigen. Dazu nimmt man sich den Falter, am besten in die linke Hand bei Rechtshändern, und fixiert ihn zwischen Daumen und Zeigefinger mit einem sanften Druck. Daneben sollte man schon liegen haben eine Stecknadel mit Glaskopf oder Plastikkopf. Man nimmt das Kopfende, hält es ans Kinn und drückt leicht Richtung Kopf und nach oben weg, um den Rüssel aufzurollen. Sobald die Stecknadel drinne hängt, lässt man den Rüssel wieder zurückfallen, sodass die Nadel hängen bleibt, dreht den Falter um, fixiert ihn von der anderen Seite, nimmt sich die Stecknadel wieder, rollt den Rüssel dann komplett auf und hält diesen in das vorbereitete Honig-Wasser-Gemisch. Wenn der Falter dann Hunger hat, frisst er.